Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne, dem DLC The Old Hunters. Nachdem wir im letzten Part die Bestie namens Ludwig besiegt haben, den ersten Boss in diesem DLC, wollte ich mir jetzt ein paar von den Items angucken, die wir erhalten haben. Das waren ja so ein paar. Es waren unter anderem zwei Waffen und eine Rune. Die Rune hieß irgendwas mit F, wenn ich mich richtig... Hier, Führung. Das ist sie. Wiedergewinnungspotenzial 20%? Okay, was soll das denn heißen? Eine Carol-Rune, die zusammen mit dem heiligen Mondlichtschwert vom alten Jäger Ludwig entdeckt wurde, erhöht die Menge des wiedergewonnenen Lebens. Ach, wenn ich von einem Gegner getroffen werde, heißt das, ich kann dadurch noch mehr Leben zurückgewinnen, wenn ich die Rune trage? Wenn dem so wäre, dann brauche ich sie eigentlich nicht. Komme ich gut ohne zurecht. Als Ludwig seine Augen schloss, sah er Finsternis oder vielleicht auch das Nichts. Und dort entdeckte er die winzigen Lichtwesen. Ludwig war sich sicher, dass diese verspielten, tanzenden Geister Führung boten und ihm seine Ängste nahmen. Zumindest im Eifer der Jagd. Okay. Dann waren da noch zwei Waffen, die ich bekommen habe. Wirbelsäge. Die sieht durchaus interessant aus. Eine Trickwaffe, die von den Werkstattketzern, den Pulverfässern und die bevorzugte Waffe des alten Jägers Walter, dem Bestienfresser. In ihrer Keulenform verprügelt diese Waffe Bestien, doch ihre wahre Stärke liegt in ihrem an ihr montierten mechanischen Sägen. Diese mit gezackten Zähnen versehenen Scheiben drehen sich rasend schnell und reißen das Fleisch von Bestien in kleine Fetzen. Nicht schlecht. Aber ich habe doch noch irgendetwas freigeschaltet. So ein Schwert oder nicht? Hier, heiliges Mondlichtschwert. Ein vor langer Zeit von Ludwig entdecktes arkanes Schwert. Wenn blaues Mondlicht um das Schwert tanzt, kanalisiert es den abgründigen Kosmos und schleudert eine schattenartige Lichtwelle fort. Das heilige Mondlichtschwert steht für Ludwig die heilige Klinge, jedoch haben nur wenige die großartige Klinge zu Gesicht bekommen. Welche Führung sie auch immer bietet, sie scheint von sehr persönlicher und schwer fassbarer Natur zu sein. Probieren wir die neuen Waffen doch einmal kurz aus. Oh, das heilige Mondlichtschwert kann ich nicht. Boah, da brauche ich 14 Arkan für. Habe ich nicht mal annähernd so viel. Wirbelsäge. Mal gucken, wie die vom Attacken-Moveset so ist. Ja, eine normale Keule. Und so. Aha. Und der starke Angriff. Okay. Ist das etwa die Waffe, die einige Leute im Online-Koop mit mir benutzt haben? Diese Kettensäge? Das sieht danach aus. Aber die hatten dabei auch noch irgendeine Attacke, bei der sie die Kettensäge einfach vor sich hergehalten haben und auf den Gegner zugegangen sind. Wie ein Texas Chainsaw Massacre. Das sah badass aus, aber die Attacke scheint diese Waffe gar nicht zu haben. Doch mit festem Schritt, verfärbt vom Blut, doch immer bei klarem Verstand. Stolzer Jäger der Kirche. Bestien sind ein Fluch und ein Fluch ist eine Fessel. Nur ihr seid die wahren Klingen der Kirche. Aha. Gesperrt, verdammt. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Beschleiert durch die Nacht, stolzer Jäger, nur ihr. Schade. Was ist das denn? Ein Gefängnistrakt? Alter, habe ich mich jetzt erschreckt, ey. Ey, warum kann ich die nicht anvisieren? Den will ich nicht anvisieren, nein. Nein. Alter Mann. So, jetzt der große Lumpenmann. Ups, das war Mist. Oh nein, ich wollte ihn eigentlich kontern. Erwischt. Eingeweideangriff. Bitch. Gut. Ja, habe ich mir gedacht. Quecksilberkugeln. Ein Pfad, der noch weiter ins Innere führt.
Aber vorher gucke ich mir noch die anderen Zellen an. Ah. Gratias Faust. Klingt wieder nach einer Waffe. Nein. Da, eine Schusswaffe? Ein mit Fingerlöchern ausgestattetes Stück Eisen. Die ungeschlachte Jägerin Schlichte Gratia, ein hoffnungsloser Fall in Sachen Jägerfeuerwaffen, zog es vor, Bestien mit diesem Eisenklumpen auszuschalten, was außerdem starkes Taumeln verursacht. Gratia war eine furchterregende Jägerin, deren gnadenloses Zuschlagen für Betrachter seltsam heldenhaft erschien. Kein Wunder, dass diese Waffe später nach ihr benannt wurde. Das ist doch keine Waffe, das ist einfach nur ein Eisenklumpen, den man halten kann. What? Also, klingt für mich nicht gerade wie eine Waffe, die mir gefallen wird. Einfach nur so ein Stück Eisen. Nee, danke. Nicht zu bedenken, die geringe Reichweite, die ich mit dem Ding haben werde. Ui. Ja. Hey. Solche Belanglosigkeiten werden euer Verderben sein. Die Bestien, die ihr sucht, werdet ihr hier nicht finden. Kehrt zu eurer Jagd zurück und lasst diese Nacht hinter euch, wenn ihr könnt. Orte, die besser unbehelligt bleiben. Geheimnisse, die nicht berührt werden sollten. Nur ein Narr würde so unverschämt eindringen. Okay. Vergesst nicht. Manche Orte bleiben besser unbehelligt. Warum habe ich das Gefühl, dass ich da definitiv gleich reinplatzen werde und er dann so: Ich habe euch gesagt, nicht hierher zu kommen! Bam! Keine Ahnung, was er da drinnen alles anstellt. Aber es wird mir garantiert nicht gefallen. Ich habe hier oben Schritte gehört. Wow, was sei... Wow. Ratten mit riesigen gelben Augen. Was zum Teufel? Giftmesser lassen sie fallen. Schön, und was haben sie bewacht? Einen Blutsteinbrocken. Schön. Das sieht aus wie die Schlafgemächer. Bin ich hier in einer Art Palast gelandet? Großartigen Weisheit. Nee, eher eine Krankenstation. Wow. Yo! Oh shit, oh shit. Yo, eine von denen ist eine Magierin. Scheiße. Und warum zum Teufel zitterst du so extrem? Nein, 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 nein. Falsche Waffe. Wow, ist das Ludwigs heilige Klinge? Oh, shit. What the fuck? Au. Ey, warum kann ich sie nicht ins Taumeln bringen? Doch gar nicht. Yo, Leute. Ey. Toll. Wie soll ich denn gegen die bestehen? Eine von denen zaubert mich die ganze Zeit zu und die andere beackert mich im Nahkampf. Ja, ist super fair. Au, au, aua. Gibt's ja gar nicht. Ja. So, Eingeweideangriff. Geschieht dir recht. So, und nochmal ordentlich eine Combo loslassen. Yes, sehr gut. Eine von denen ist weg. Ha, geil, und ihre Schwester hat wieder mal vergessen, dass ich da bin. Ich mag es, wenn die Gegner das tun. Das ist so ein richtiger KI-Fehler, der zu meinen Gunsten ist. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Lass mich zufrieden. So, und der letzte finale Schlag. Bam! Puh. Sehr gut.
Was lässt du mir da? Quecksilberkugeln. Toll. Gab es hier nicht noch eine dritte oder waren das alle? Waren das echt alle? Scheint so. Okay. Krass. Gut. Puh, nochmal Glück gehabt. Aber riesiges Glück. Das sieht wie ein riesiger Aufzug aus. Augenanhänger einfügen. Okay. Tja, muss ich wohl, wenn ich weiter möchte. In den Kopf der Leiche legen. Natürlich. Das ist ja auch offensichtlich, dass das getan werden muss. Sehr gut. Wie auch immer das funktioniert. Wenn Sie den Aufzug betätigen, in Gang setzen möchten, bitte setzen Sie den Augenanhänger in den Kopf des Skeletts. Funktionieren alle Aufzüge in Yharnam so? Oder in diesem Albtraum? Wenn ja, dann sollte man definitiv einmal mit dem Ingenieur reden, der das Zeug installiert hat. Der Kerl hatte einen sehr morbiden Sinn für Humor. Wo bin ich denn hier gelandet? Wow, wow. Ein riesiger Raum. Wow, Forschungshalle. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass es hier nicht sein sollte? Egal, da hinten ist ein Viech, das ich erledigen möchte. So, erwischt. Blutsteinbrocken, perfekt. Hallo. Werdet ihr sauer, wenn ich da runterkomme? Bitte werdet nicht sauer. Oh nein, das ist Giftwasser. Oh, blaues Elixier und raus. Okay. An anderen Orten scheint sich hier nichts zu befinden. Der Raum ist viel zu groß und viel zu leer. Ich traue dem nicht. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Natürlich nicht. Scheint eine Abkürzung zu sein, die ich später freischalten kann. Irgendetwas wird hier noch passieren. Ich hab's im Urin. Irgendwas wird hier noch passieren. Hier hinten ist noch eine Tür, die ist versperrt. Okay, dann bleibt es jetzt nur noch die Treppe hochzugehen. Keine Ahnung, was du in dem Wasser verloren hast, aber das kann es nicht wert sein. Hallo, die Damen. Okay. Aus irgendeinem Grund soll das hier so eine Art Schleichpassage sein? Oh, hi. Uiuiuiuiui, Lady, ruhig. Ups. Tja, dann wäre ich jetzt damit entdeckt, aber trotzdem sind die anderen... Upsa, nicht hinter mir. Oh, das war scheiße laut. Warum hat mich der Kerl jetzt nicht gehört? Das hat der gesamte verdammte Raum... Yo! What the fuck? Was zum Fick? Nein! Vergiss es, darauf falle ich nicht nochmal rein. Ah, aber der Kerl hat uns gehört, oder? Ja. Hi. Oh, schade. Oh, und da fällt er runter. Oh, damn it. Genau auf die Treppen ist er gefallen. Lucky Bastard. So. Ups. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gelandet bin. Ich gehe lieber nach unten und gucke mal, was hier so ist. Oh. Oh, ey. Hier wuselt es die ganze Zeit. Das finde ich total gruselig. Hallo. Die Dame? Oh, Tropf. Ich kann mit ihr reden. Tropf. Mit ihm? Tropf. Oh. Tropf. Okay. Tropf. Blitz. Platsch. Blitz. Platsch. Tropf. Hast du sonst noch Blitz. Was zu sagen? Tropf. Soll ich dir vielleicht Wasser bringen für dein Blümchen? Den sollte ich mir für später merken. Vielleicht finde ich hier tatsächlich irgendwo ein Item,
das ihm hilft, die Blume zu wässern? Schätze ich. Oh, oh. Erst einmal gucke ich mich hier in dem Rest des Ganges noch um. Oh, oh, aua. Mädchen. Ruhig. Rasendes Kaltblut. Mäßigungsdunstblut, Edelstein Nummer 4. So, wow. So. Ey, was ist denn hier passiert? Das sieht aus wie das... wie die Forschungseinrichtung von fucking Frankenstein. Und das sind all seine ehemaligen Bediensteten, die einer Substanz ausgesetzt wurden, die er erschaffen hat. Um zum komischen Muttergen. Aber naja, in dem Spiel sollte mich eh nichts mehr wundern. Dekoratives alter Jägergewand und dekorative alter Jägerhose. Warum dekorativ? Warum dekorativ? Das finde ich jetzt merkwürdig, dieses Adjektiv. Oh je. Hier sind eine Menge Grabsteine hier oben. Hi. Uiuiui. Dass der bei dem Rückstoß nicht aus dem Stuhl kippt, wundert mich. Interessant. Nur so ein paar alte Säcke. Ah, okay, du bist doch ein Feind. Schade, ich dachte, du könntest mit mir reden. Ich meine, das tust du zwar theoretisch gerade, aber... ich dachte, wir können vernünftig reden. Ah, den Hebel kann ich betätigen. Merkwürdig. Die Tür kann ich öffnen. Erst einmal hier gucken. Wohin führt mich diese Tür? Ah, wieder an den Ort zurück, alles klar. Ah. Und ich könnte mich wieder nach dort unten fallen lassen. Hallo? Die Dame? Oh, Fürstin Maria, rettet mich. Bitte. Ich kann nichts hören. Okay. Oh, Fürstin Maria, rettet mich. Oh, Fred. Sehr viele von diesen Wesen, die reden können. Die Frage ist nur, wie kann ich denen helfen? Diejenigen, die mich nicht angreifen... Nein! Au! Das war schlecht. Das war super schlecht. Hi. Surprise, Motherfucker. Gut. Gucken wir uns mal hier oben um. So, ich habe den Aufzug da oben nicht vergessen. Den werde ich wahrscheinlich jeden Moment vergessen, aber noch habe ich es nicht. Geschicktes, kleines, verdammtes... Was zum Teufel macht die da unten? Seht ihr das? Ein bisschen vor sich hin schnecken oder was? Ey, Schnecke. Was machst du da? Was zum Teufel? Wow. Hallo. Hallo. Wirklich? Von diesem Ort, bevor ich wahnsinnig werde. So, soll ich sie wirklich töten? Bitte. Helf mir. Ich bin schuldig, ich weiß. Aber ich werde es nicht noch einmal tun. Versprochen. Die feuchte Dunkelheit. Sie macht mir Angst. Und was sich aus ihren Tiefen erhebt. Okay. Wow. Alter. Fürstin Maria,
Fürstin Maria, bitte, nehmt meine Hand, hilft mir, lasst mich nicht ertrinken. Oh, shit. Was soll ich mit denen machen? Soll ich sie töten? Die scheinen ja alle offensichtlich zu leiden, aber ist es das Richtige oder kann ich denen auch anders helfen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ich tu's. Oder? Nee, ich tu's nicht. Oder? Ah, scheiße, ich weiß es nicht. Komm, ich mach's. Okay. Hat mir aber nichts gebracht, wie es aussieht. Außer eventuell der Trost, dass ich ihr Leiden gelindert habe. Warum haben die alle so extrem mutierte Köpfe? Das ist echt unangenehm. Okay, wisst ihr was? Jetzt ist die 20-Minuten-Marke erreicht von dem Video und außerdem ist meine Waffe gefährdet. Von daher, ich muss sowieso jetzt zur Lampe zurück, um meine Waffe zu reparieren. Deswegen würde ich glatt sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Bloodborne, The Old Hunters. Wo wir eventuell sogar die Geheimnisse dieser Forschungseinrichtung ergründen werden. Wer weiß, werden wir ja noch sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.